Ja, der größte Irrtum all der Angesprochenen, zu denen man vielleicht auch noch Silvio Gesell zählen sollte mit seiner Zinskritik, die mir gestern wieder begegnet ist. Der größte Irrtum ist diese Aversion gegen die Reichen. Also die Reichen werden tendenziell zu schlechten Menschen erklärt, wo es dann ja nicht schlimm ist, wenn man denen was wegnimmt. Also das ist ja dann kein Diebstahl mehr, wenn man das den Reichen wegnimmt sozusagen, weil die sind ja schlecht und so weiter. Und ja, und wenn man dann selber Diktator wird, und dann ist man selber eine Reiche und der Bonze, und dann ist das aber auch nicht schlimm, ja, sozusagen, denn bis jetzt führten ja alle sozusagen diese Angriffe auf die Reichen immer wieder dazu, dass dann am Ende eben neue Zaren da waren, wie Stalin oder Mao oder eben, ja, Honecker und ähnliche Zaren, also gebracht hat diese Aversion gegen die Reichen gar nichts. Und dann auf der anderen Seite, ich sag erst einmal, was für eine Aversion für die Reichen spricht, und das ist nicht viel. Ja, die neuesten Überlegungen sind ja, dass alles ja mit der Erfindung des Tauschhandels und der Marktwirtschaft begann vor 400, 300, 200.000 Jahren, und dass dort sozusagen vielleicht die Verlierer der Gruppenehen, also ich zeige das mal hier, ich gucke gerade mal, ob es hier funktioniert, noch funktioniert es nicht, jetzt mal probieren. So, wenn wir uns also, wenn die Welt damals ähnlich wie bei den Urwald-Bonobos Panpaniscus, bei Homo erectus und bei frühem Homo sapiens aus bonobo-kommunistischen Gruppenehen bestand, dann gab es ganz selten, wie uns ja Professor Volker Sommer vor kurzem gezeigt hat, ganz selten, dass völlig ungeeignete Männer, ich vermute junge Männer, vertrieben wurden von den Frauen, manchmal vielleicht sogar umgebracht, aber oft meistens wohl nur vertrieben wurden, so als super späte Abtreibung sozusagen, wenn die Gruppe vorher nicht erkannt hat, dass es sich bei diesem Nachwuchs um ungeeigneten Nachwuchs handelt, ja. Und dass der vielleicht bei uns, bei den Bonobos stirbt der wohl dann praktisch immer, weil Bonobos grundsätzlich keine Männer aufnehmen in Gruppen. Aber bei uns könnte es ja sein, dass in der Phase, wo überhaupt die Idee oder die Erfindung des Tauschhandels und quasi der Marktwirtschaft aufkam, dass dann vielleicht ein Vertriebener hier, was weiß ich, ein Vertriebener aus einer dieser Bonobo-kommunistischen Gruppierung, eine vertriebene Person, quasi den Tauschhandel erfand. Und diese Person, der war sozusagen letztendlich die Sexualität, ja, letztendlich vielleicht sogar blickte er mit Neid und Missgunst auf das Liebesleben, was die anderen haben, von dem er aber vertrieben wird, oder wo er sowieso als vielleicht unerfolgreichster Mann in der Gruppe vielleicht die geringste Intensität abbekommen hat von allen, denn ich vermute, dass auch im Bonobo-Kommunismus die Intensität, ja, der Bonobo-Kommunismus funktioniert ja so, dass alle Männer mit allen Frauen Sex haben, so dass sie denken, sie könnten der Vater jedes Kindes in der Kommune sein. Also biologisch muss ich das genauer formulieren. Die sind so programmiert, dass sie sozusagen sich so verhalten, als würden sie denken, dass sie der Vater jedes Kindes sein könnten. Und dadurch keine Kinder töten, was für Säugetiere eine wichtige Errungenschaft ist, weil Säugetiere normalerweise sehr gerne Kinder töten oder sehr häufig Kinder töten.
um ihre eigenen Fortpflanzungswahrscheinlichkeiten zu erhöhen, ja. Und so, jetzt hat er aber dieser Bonobo-Mann vielleicht entweder, also dieser Savannen-Bonobo-Mann, also Homo erectus, Homo sapiens-Mann oder Frau, aber ich vermute, es war eher ein Männer, hatte also sozusagen die geringste Intensität an Sexualität oder wurde gar vertrieben. Und jetzt blickte er vielleicht sogar mit einem gewissen Neid und Missgunst auf die Sexualität der anderen und dann sozusagen, ja, war seine Tendenz, nämlich, dass er Irrtümer entwickelte, die vielleicht sagten, dass diese Sexualität schlecht, böse und gefährlich sei, womit wir ja dann zu diesem Bild kommen. Also wieder, ich guck mal, ob ich es schnell finde. Ja, das ist es schon. Dass er also sozusagen den Irrtum entwickelte, dieser gafile Sex da in euren Bonobo-kommunistischen Gruppenehen ist ja ekelhaft, widerlich und so weiter. Weg damit und hört auf damit. Ja, dass eben dadurch letztendlich hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude. Ja, also letztendlich, sobald der Irrtum auftauchte, diese Sexualität sei schlecht und er das immer wieder kommunizierte, hatte er damit als Frühhändler und Früharzt ein entscheidendes, verkaufsförderndes Kommunikationsmittel sozusagen, was wir dann einen vorteilbringenden Irrtum nennen. Und er erreichte dann dadurch, dass er quasi das Leben der anderen Menschen unglücklich machte, das ist das Wesen aller Marktwirtschaft. Nimm den anderen Menschen ihre Glücksquellen weg und gib ihnen die Glücksquellen, die du ihnen verkaufst, ja, die Konsumsucht, die Kaufsucht, Shoppingsucht und so weiter. Und wenn dann noch vielleicht, dann kommen ja auch solche Irrtümer dazu, wie ihr könnt auch meine Kunstnahrung, obwohl der Mensch eigentlich seinem DNS geprägten Stoffwechsel sozusagen von der DNS geformten Stoffwechsel muss der Mensch passende Nahrung zu sich nehmen, artgerechte Nahrung. Und da sagte aber der Frühhändler, nein, ihr könnt auch meine sozusagen aufwandeinsparende, super billig Nahrung, die heute sogar in chemischen Laboren designt wird, sozusagen diesen Billig-Industrieschrott könnt ihr genauso gut essen. Ihr seid wie ein Ofen, ihr könnt alles verbrennen, ihr braucht keine artgerechte Nahrung, es ist alles gut, was wir machen und alles gesund. Ja, und dadurch hatte er zum Beispiel zwei hauptzentrale marktwirtschaftliche Kommunikationsdinge, nämlich zwei vorteilbringende Irrtümer. Dass die Menschen dieses krankmachende Zeug essen können und dass sie davon besonders viel kaufen, weil er durch vorteilbringende Irrtümer ihnen die Bonobo-kommunistische Gruppenehe wegredet. Ja? Und wegmanipuliert. Und da Menschen halt vorher in der Bonobo-kommunistischen Gruppenehe absolut auch genetische Tendenzen hin Richtung einer Vertrauensseligkeit erwarben, vertrauen auch die Menschen diesen Kommunikationen, diesen vorteilbringenden Irrtümern und fallen darauf herein, glauben diese Gehirnwäsche-Manipulation, Propaganda, Werbung und dadurch wird unser aller Leben zerstört. Und jetzt könnte man sagen, ja, dieser Reiche hier, diese Reichen-Dynastie, er konnte also seine Fortpflanzungswahrscheinlichkeit außerhalb der Bonobo-Gruppenehen irgendwie erhöhen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie konnte er an erste Frauen rankommen, aber vielleicht war es eben so, dass er dann durchaus junge Frauen, die ja auf der Suche nach einer neuen Gruppe sind oder auf dem Weg zu einer neuen Gruppe sind, dann irgendwie für sich gewinnen durch seinen großen Reichtum, konnte er vielleicht
diese beschenken und konnte dann zumindest kleine Einheiten, vielleicht ein paar Frauen oder vielleicht auch nur eine Frau gewinnen, weil er ja selbst wetterte gegen die Gruppenehe, dann hat er vielleicht eine einzelne Frau gewonnen. Oder mit der konnte er dann viele Kinder ernähren und viele Kinder hochbringen und ernähren. Und dadurch hat er jetzt plötzlich eine höhere Fortpflanzungswahrscheinlichkeit, als im Bonobo-Kommunismus er als Verlierer der Bonobo-kommunistischen Gruppenehen ja hatte oder gar als Vertriebener hatte. Und dadurch konnte er viele Nachkommen, also hatte er eine größere Fortpflanzungswahrscheinlichkeit und dadurch breitete sich dann ja sozusagen die Marktwirtschaft auch rein physisch in Nachfahren aus und dann die ganzen viele Schüler und dann irgendwann an den Universitäten werden seine vorteilbringenden Irrtümer heutzutage auch gelehrt, sodass also die Universitäten so tun, als ob sie Wahrheiten verbreiten würden, aber in Wirklichkeit die vorteilbringenden Irrtümer der reichen Geschäftszweige sozusagen und vermitteln und unterrichten, ja, und mit Wahrheit oft sehr wenig zu tun haben. Ja. Die Verpseudowissenschaftlichisierung der Universitäten sozusagen. Von daher könnte man sagen jetzt, naja, das sind vielleicht doch irgendwie Sondermenschen, diese Reichen, ne? Da könnte man sagen, ja, vielleicht ist da ja was dran, ja? Und wir können das noch verstärken, indem wir sehen, zum Beispiel bei reichen Ärzten, ja, die, da haben wir so ein bisschen sowas wie, dass sie anderen Kindern problemlos die geldbringenden aggressiven Behandlungsformen, aggressive Chemotherapien verschreiben. Wenn es an ihre eigenen Kinder sind, dann geht, dann sind sie plötzlich vorsichtig und suchen eher nach naturbelassenen Behandlungsformen oder nach Naturwegen sozusagen. Das klingt so ein bisschen, als ob sie doch so eine Teilbewusstheit hätten, also sozusagen so ein ganz bisschen auch eine Teilbewusstheit über die Schädlichkeit ihrer Produkte hätten, ja, also ich vermute, dass diese Menschen eben so ein bisschen Wasser predigen, aber Wein trinken im Zweifelsfalle, aber trotzdem irgendwie doch noch überwiegend in der Selbsttäuschung leben und irgendwie es schaffen, immer wieder ein gutes Gewissen zu haben. Und das heißt aber bei uns, wenn Menschen ein gutes Gewissen haben und sich selbst keiner Schuld so durchgängig bewusst sind, dann dürfen wir sie auch nicht verurteilen. Und damit müssen wir davon ausgehen, dass im Wesentlichen die Reichen eben nicht diese Teufel sind, von denen sie von manchen hingestellt werden, sondern im großen Ganzen sich wenig schuldbewusst sind und damit auch von uns nicht angegriffen werden, denn wer sich einer Schuld nicht bewusst ist, darf von uns nicht als Verbrecher beschuldigt werden oder diffamiert werden oder vorverurteilt werden oder was auch immer, ja? Und von daher ist es so, dass all diese Aversionen der genannten Personen gegenüber den Reichen da schon mal eine unrealistische Seite haben, eine unberechtigte Seite. Und der zweite Punkt ist, dass sozusagen diese Reichen mittlerweile ja in der Marktwirtschaft haben wir ja eine Evolution hinter uns. Uns allen wurde ja mittlerweile die bonobo-kommunistische Gruppenehe weggeredet und viele andere Glücksquellen auch, damit wir kaufen und konsumieren. Und jetzt haben wir immerhin eine Evolution hin, dass wir sagen können, die erfolgreichsten, ja, vielleicht unter denen aus der
vielleicht aus der ursprünglichen bono-kommunistischen Gruppenehe Vertriebenen entsteht ja wieder eine Evolution derer, wer jetzt unter dieser Gruppe dann die genetisch erfolgreichsten und besten sind. Also es entsteht ja auch da wieder eine neue Unterschiedlichkeit. Also wir haben ja das Phänomen, dass generell, ich guck mal, ob ich es finde, ja, da war es doch eben, dass wir sozusagen die verglichen mit den bonobo-kommunistischen Gruppenehen vielleicht zu den Verlierern im bonobo-kommunistischen Gruppenehen gehörten und vertrieben wurden oder eben am untersten Ende waren, die begründen ja jetzt eine neue Evolution, weil jetzt plötzlich ja alle Gruppenehen zerstört wurden, weggeredet wurden, wegmanipuliert wurden und alle mehr oder weniger stark auch an der Marktwirtschaft teilgenommen haben. Und jetzt ist ja wieder eine neue Evolution, wo sich wieder Verschiedenartigkeit bildet. Und dann haben wir die erfolgreichsten Unternehmer in der Marktwirtschaft mit und Arbeitsplätze schaffen. Also aus den Frühhändlern und Frühärzten wurden ja dann Unternehmer sozusagen. Und dann haben wir hier wieder die erfolgreiche und wieder weniger erfolgreiche, so dass wir davon ausgehen müssen, dass wir bei den die meisten Arbeitsplätze schaffenden, fähigen Unternehmerfamilien es genetisch mit den fähigsten überhaupt zu tun haben. Und so dass wir dann wieder sagen, ja hoppla, warum keine Art in der Natur, keine gesunde Art wendet sich gegen ihre Fähigsten, weil die Fähigsten sind die einzige Chance im Wettbewerb der Arten in der Evolution überhaupt gut überleben zu können. Und heute bei uns, bei Menschen, im Wettbewerb der verschiedenen Staaten, die einzige Garantie, dass wir ein reiches oder Land bleiben können, mit dem es uns halbwegs gut geht, in dem der Wohlstand halbwegs funktioniert, ist sozusagen, wenn wir nicht hingehen und uns gegen unsere Arbeitsplätzeschaffer wenden, sondern sie vertreiben, sie angreifen, sie kritisieren, sie diffamieren, sie schlecht machen und so weiter, wie das all diese Leute, die ich genannt habe, ja mehr oder weniger tun, ja. Und dadurch sozusagen in diesem Sinne ist also dieser Angriff auf die Reichen oder diese Aversion gegen die Reichen etwas total Unrealistisches. Wir sollten diese viel mehr lieben. Jetzt kommt natürlich der nächste Punkt. Sie wissen ja, dass mir Wohlstand nicht so wichtig ist, aber so völlig unwichtig ist es ja auch nicht. Mir ist natürlich Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner wichtig. Ja, also sozusagen diese Idee, wir nehmen jetzt den Reichen was weg, was zur Folge hat, wir vertreiben sie aus dem Lande, wir sorgen dafür, dass Deutschland zum Beispiel ein armes Land wird, weil wenn die fähigen Unternehmerfamilien alle weg sind, ihre Produktionen ins Ausland verlagert haben, ihre Fabriken ins Ausland gelagert haben, dann sind auch all die gut bezahlten Arbeitsplätze weg und dann verarmt das ganze Land. Jetzt fragen wir uns ja immer im Sinne der Diktatur der Spaten, wer kann einen Vorteil davon haben? Also wer profitiert, welche Sparte profitiert am meisten davon, wenn ein Land verelendet und verarmt? Da ist die Antwort ganz klar. Wir haben zwei Gruppen. Die gefährlichsten Sparten der Welt sind ja die Sozialsparten, die früheren Wohlfahrtssparten und die Weltsozialsparten, die NGOs, die beide vorgeben, sie würden die Not der Menschen lindern wollen. Das ist ihre bewusste Seite und ihre vorteilbringenden Irrtümer, die also nicht bewusst sind, sozusagen, die führen immer dazu, dass möglichst ein Land verelendet und möglichst viele Arbeitslose, Obdachlose
verwahrlosende Menschen entstehen, die man betreuen kann, anhand derer man große Karrieren machen kann und aufgrund derer man sich bereichern kann. Und wenn dann ein Land ausgeplündert ist und ausgeblutet ist, dann kann man ja als erfolgreicher Sozialspartler und vermögender Sozialspartler sicherlich im Ausland, im nächsten Land einen Job finden und dann sozusagen dieses Land plündern, indem man es in ein Land der Arbeitslosen, Obdachlosen und verwahrlosten Sozialfälle sozusagen umwandelt. Und insofern glaube ich, dass der Treiber dieser unrealistischen Idee, also dieser unrealistischen Idee, sich also quasi immer gegen die Fähigen zu, also in völlig widernatürlicher Weise gegen die Fähigsten der eigenen Gruppe zu wenden, sozusagen, dass das eben letztendlich nur einer Sparte, nur diesen beiden Sparten, den Sozialsparten und Weltsozialsparten, große Gewinnmöglichkeiten ermöglicht und Karrieremöglichkeiten und allen anderen schadet. Also ist es so, dass man sagen muss, all diese Idee. Ja, und jetzt kommt noch als nächstes Argument. Die Idee, den Reichen Geld wegzunehmen, findet ja oft ihre Rechtfertigung oder Rationalisierung oder Rechtfertigung darin, Schluck Wasser, dass der Staat dann ja Gutes mit dem Geld tun könnte. Aber jetzt ist es so, dass im Großen und Ganzen, trotz der einzelnen Playboys oder schwarzen Schafe in den Unternehmerfamilien, die Unternehmerfamilien ja nur deswegen so viel finanzielle Einnahmen hatten, weil sie Spaß daran hatten, Unternehmen aufzubauen, Arbeitsplätze zu schaffen, Dinge zu produzieren und so weiter und zu verkaufen. Und da sie daran Spaß haben, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mit diesem vielen Geld auch weiterhin gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen werden und so weiter und damit sozusagen die Verarmung des Landes verhindern werden. Während der Staat, wenn wir jetzt also den Reichen viel Geld wegnehmen, ganz hohe Steuern nehmen, dann kommt das ganze Geld in die Hand von eher unfähigeren, weniger fähigen Menschen, die nicht in der Lage sein werden, mit diesem Geld ähnlich viele gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen wie diese fähigen Unternehmerfamilien. Und dadurch verarmt dann das Land wieder und die Sozialspartler profitieren wieder davon, dass das ganze Land immer mehr sozusagen Arbeitslose bekommt, Obdachlose, gescheiterte Menschen und so weiter. Und die Sozialsparten verdienen wieder daran. Also diese ganze Idee der Aversion gegen die Reichen und gegen das Geld und nimmt es ihnen weg und zerschlagt dieses Finanzsystem und nimmt den Zinseszins den Menschen weg und so weiter. All diese Ideen stammen alle nur daraus, aus den Sozialsparten, die sind die vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten, es sei denn, Sie haben einen besseren Vorschlag, ja. Sie können ja samstagsabends und montagsabends an unserem gedachten New World Economic Forum, unserem neuen runden Tisch teilnehmen, der wirklich offen ist für alle Argumente. Und ja, also auf jeden Fall sehe ich bis jetzt nur einen Profiteur dieser Ideologien, dieser anti-reiche Familien und anti-Unternehmerfamilien-Ideologien sehe ich nur einen Gewinner, die Sozialsparten, die, nachdem sie dann ein Land total der Verarmung zugeführt haben, dann auswandern und das nächste Land plündern. Ich sehe das wie so eine Alien-Horde, die einen Planeten geplündert hat, und dann den nächsten Planeten plündert. Und so können dann die so erfolgreichen Sozialspartler dann von Staat zu Staat wandern und einen Staat nach dem anderen plündern und ruinieren. Ne?
wie sie es gerade mit Deutschland machen, denn Deutschland hat aus meiner Sicht den großzügigsten und größten Sozialstaat der Erde, weswegen Deutschland gefährdet ist, das erste Großopfer seiner eigenen Sozialsparten zu werden, ne? Und der NGOs und all dieser Organisationen, die vorgeben, sie wollten das Elend in der Welt reduzieren, es in Wirklichkeit vergrößern, um selbst vergrößerte Einnahmemöglichkeiten zu haben. Ne? Ja, so viel dazu. Also ich fasse zusammen, all die genannten Personen von Sarah Wagenknecht bis Silvio Gesell, das sind alles Vorstellungen, vorteilbringende Irrtümer der Sozialsparten. Das sind erfolgreiche Gehirnwäschen, die dazu führen, unsinnigerweise sich gegen die Fähigsten des Landes, des eigenen Staates zu wenden und damit das eigene Land zu ruinieren. Wie stoppt man jetzt diese Sozialsparten? Natürlich wieder, wie immer, mit der gemeinwohlökonomischen Ökonomie, gemeinwohlökonomischen Denkweise und Vorgehensweise. Und wir haben ja hier das Phänomen, wo ist es, ich suche gerade, wo ist es denn hin, wir beraten ja die Partei des Gemeinwohls, dort wo die Diskussion aller gemeinwohlökonomischen Denkweisen und Sichtweisen und Lösungsentwürfe diskutiert wird, kontrovers diskutiert werden kann. Bis jetzt verhalten sich leider wir haben ja in der Welt eine gnadenlose Cancel Culture. Jede Sekte spricht nur noch mit ähnlichen Sekten und ähnlichen Sektierern. Und anstatt dass alle an den runden Tisch hier unseres New World Economic Forum, unseres neuen runden Tisches zu kommen, und alle Argumente so lange kreisen zu lassen, bis im Sinne einer Zentrifuge die Irrtümer rausfallen und wegfliegen, durch die Zentrifugalkräfte dieses runden Tisches sozusagen und des kreisenden Redestabes sozusagen. Anstatt daran teilzunehmen, wirkt jede Sekte weiter und verwaltet nur ihre Sektenanhänger, und so ist es ja auch mit diesen Sekten, die eben Aversionen gegen die Reichen, die also quasi die alle einfangen, die also auch irgendwie diesen Hass auf die Reichen im Kopf haben, ne? Und diese Aversion gegen die Reichen. Ja, und aber die gemeinwohlökonomische Lösung, wie wir also auch die super gefährlichen Sozialsparten und alle anderen Sparten der Welt in den Griff kriegen, das ist ja eben, zeigen wir es mal kurz hier übrigens die gemeinwohlökonomische Denkweise wurde ja jetzt diskutiert in ZDF, Arte und in Schrot und Korn. Ja, jetzt gucke ich gerade mal. Ach so, übrigens, das ist der Begründer dieses Freie Argumente-Kulturforums, der Diplom-Theologe Jürgen Wagner, bekannt aus Maischberger, Stefan Raab, NDR und allen anderen großen Fernsehsendern in Deutschland, der ist der Einzige, der so einen runden Tisch im Gegensatz zu diesem Cancel Culture Klaus Schwab Menschen sozusagen, der natürlich nur seine Sekte zulässt zu seinem Pseudo-World Economic Forum. Das ist ja also eine Cancel-Culture-Geschichte sozusagen. Und hier ist der Einzige auf der Welt, der keine Cancel-Culture praktiziert. Der Einzige, den wir gefunden haben. Und und immerhin ist ja an diesem runden Tisch schon der beste Ansatz überhaupt vertreten, nämlich die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung von Weltrat und Next Scientists for Future, also die GWO. Was noch fehlt an dem Tisch sind die GWÖ, die PWÖ und all die anderen, die Neoliberalen, all die anderen Sekten, Gläubigen, sozialen Marktwirtschaftler und so weiter. Die sind natürlich alle herzlich eingeladen, ständig an diesem
runden Tisch teilzunehmen an diesen Vorformen. Ich hoffe, ich bringe den Diplom-Theologen dazu, dass er dann bald Einladungen verschickt, noch einmal an alle sozusagen, dass die dann auch wirklich alle Bescheid wissen, dass es dieses New World Economic Forum, diesen neuen runden Tisch gibt und dass hier keine Cancel Culture praktiziert wird, sondern alle an einen runden Tisch kommen. Auch damals bei dem Ende der DDR, der runde Tisch war ja garantiert auch eine riesige Cancel Culture. Das muss aufhören, wenn wir eine Weltlösung wollen. Und ich glaube, dass am Ende die geringsten Irrtümer die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung hat, die GWO, des Weltrates und der Next Scientist for Future. Das wird man aber sehen. Das ist dann eine Frage des Prozesses, denn auch wenn es das beste Konzept wäre, es muss ja dann in repräsentativen Wählerstichproben sozusagen auch erkannt werden von der, die, und die Frage wird sein, es kann ja auch sein, dass die Intelligenz der Wähler nicht für die GWO rausreicht, dann aber vielleicht für ein ähnliches, anderes Konzept, zum Beispiel für die GWÖ, aber das wird man dann sehen. Das wird sich zeigen. Ja? Also ich war bei der Zusammenfassung. Also, wie beenden wir jetzt diesen Einfluss der Sozialsparten, der so viel schädliche Aversion gegen die Reichen und so viel Abwandern von Fähigen und Reichen aus Deutschland jedes Jahr bewirkt, ja, denn wir haben ja wir verlieren ständig quasi, ich habe das ja mal ausgerechnet, aber mein Ergebnis war, wir verlieren ständig die Fähigsten und Klügsten des Landes und bekommen die Dümmsten und Unfähigsten aus dem Rest der Welt wieder zurück. Ja? Und dadurch kann Deutschland nur verelenden. Ne? Und besonders, weil ja der größte vorteilbringende Irrtum der Sozialspartler ja darin besteht, sozusagen, dass die Kinder aller Menschen auch, egal wie dumm sie sind, potenzielle Genies sein und durch ein gutes Bildungssystem alle plötzlich hier wären. Dabei wissen wir, aha, wenn zwei Eltern ein Liter Gehirn haben, dann können sie durch Bildung mit nichts erreichen, dass diese Kinder plötzlich 2 Liter Gehirne haben und plötzlich zu den Fähigsten gehören und so weiter und zu den Klügsten und besten Arbeitsplätzeschaffern gehören. Das wird nicht eintreten. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ihre einzige Fähigkeit ist, Harzer zu werden, also Hartz-IVler zu werden und so weiter. Und dann die Sozialsparten eben sich bereichern können an der Betreuung dieses Sozialfälle-Nachwuchses, dieses Beruf-Harzer-Nachwuchses sozusagen. Ja? Und jetzt, wie lösen wir das Problem mit gemeinwohlökonomischem Denken und Lösungsherangehen? Ja, wir setzen dort, wo in der Marktwirtschaft, im Kapitalismus vorteilbringende Irrtümer stehen, wir machen aus den Irrtümern nachteilbringende Irrtümer, indem wir die Finanzflüsse so umdrehen, dass es keine Profite mehr gibt für Dinge, die uns schädigen. Wir erfassen und messen also irgendwie. Darüber können wir gerne diskutieren, wie wir das machen. Wir haben verschiedene Vorschläge, wie wir das machen können. Und Sie als Wählerinnen entscheiden am Ende letztendlich in repräsentativen Wählerstichproben, mindestens entscheiden ja die Wählerinnen am Ende, wie wir es machen. Aber wir müssen erfassen, Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller jeweiligen Kunden, Mitarbeiter und Anwohner, aller irgendwie Berufstätigen, die irgendwie etwas, einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, irgendetwas tun.
Ja? Das heißt, wir erfassen auch, was macht ein Arbeitsmitarbeiter mit dem Wohlfühlen, der Gesundheit, der Langlebigkeit und dem Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Ja? Sodass also nur wer uns allen, dem Gemeinwohl, Gutes tut, verdient auch gut. Und alle anderen gehen pleite. Das heißt, wir rücken die, die hartnäckig bei ihren Irrtümern bleiben, rücken in die dann nachteilbringenden Irrtümer und unterliegen dann dem Aussterbeprozess. Ja? Und die vorteilbringenden Wahrheiten, die wollen wir ja, dass sie sich ausbreiten, weil die uns allen gut tun. Denn Wahrheiten verbessern unser Leben. Irrtümer verschlechtern unser Leben. Ja, und dadurch kriegen wir die Sozialsparten in den Griff. Und die Sozialsparten werden sich gesund schrumpfen und wieder Diener des Gemeinwohls werden, weil jeder Sozialspartler, zum Beispiel jeder Arbeitsamtmitarbeiter, nur noch dann gute Karriere macht, wenn es praktisch, wenn in dem Bereich, den er betreut oder sein Team betreut, möglichst null Arbeitslose gibt. Ja, und wenn dort sozusagen, ja, also der Prozentsatz der arbeitenden Menschen am höchsten ist, ja, und so weiter. Also, und nicht so nach dem Motto des jetzigen Arbeitsamts, oh, hoffentlich bleiben möglichst viele Menschen arbeitslos, denn nur so kann ich Karriere machen. Das ist jetzt also, wie gesagt, wieder ein nicht bewusster Prozess. Also quasi, es läuft andersrum. Die Arbeitsamtmitarbeiter haben einfach bestimmte Irrtümer im Kopf, aufgrund derer sie so handeln, dass immer mehr Arbeitslose entstehen. Und dadurch machen sie dann einfach zufällig mehr Karriere. Und mehr Bewusstheit dürfte in diesem System nicht drin sein. Also es ist also eben nicht so, dass die bewusst denken, ja, wir sorgen dafür, dass es mehr Arbeitslose gibt, weil wir dann mehr Karriere machen, sondern nein. Sie haben einfach, sie glauben bestimmte Irrtümer. Und diese Irrtümer sind zufällig eben auch vorteilbringende Irrtümer. Und die führen rein zufällig dazu, dass eben immer mehr Menschen Arbeitslose bleiben, Langzeitarbeitslose bleiben, und so können sie dann größere Karrieren machen und dann mehr eigene Nachkommen sozusagen ernähren und sie finden Nachahmer und ja, Studenten, Schüler, Azubis, die ihnen nachfolgen und ihre Irrtümer, die ihre vorteilbringenden Irrtümer natürlich übernehmen. Ja, besonders wenn sie dann an Universitäten und Hochschulen gelehrt werden, diese vorteilbringenden Irrtümer, ja, und multipliziert werden. Ja, und durch gemeinwohlökonomisches Denken und Lösungen suchen, beenden wir den Kapitalismus und die Marktwirtschaft. Ja, das ist der richtige Weg. Ja, und jetzt, nachdem wir dieses Hauptthema der heutigen wissenschaftlichen Tagesschau beendet hatten und die größten Irrtümer von Sarah Wagenknecht bis Silvio Gesell aufgezeigt hatten, dann verlese ich noch ein paar Kurznachrichten. Und dazu, ja, ich zeige nochmal dazu ein bisschen hier, die Partei des Gemeinwohls ist uns ja, wir beraten diese, das ist ja das Motto, unsere letzte Hoffnung, Marktwirtschaft abschaffen, Gemeinwohlwirtschaft allgemein einführen. Welche der verschiedenen gemeinwohlökonomischen Denkweisen sind die besten für uns? Das spielt darauf an, dass ja die berühmteste Variante der Gemeinwohlwirtschaftsformen, die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber ist, die wir ja dann auch hier sehen in ZDF und Arte-Sendungen, ja, hier Schrot und Korn, ja, aber wie das so oft ist, die prominenteste Geschichte ist nicht unbedingt die beste Variante. Ich bin ganz sicher, dass die in 54 Jahren Denkens sich entwickelt habende gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung GWO, der Next Scientists for Future vom Weltrat, einfach wesentlich fundierter ist.
Leider ist hier dieses schöne Bild von Arte rausgenommen worden. Das Video ist privat geworden. Man sieht jetzt nicht mehr den runden Tisch vom World Economic Forum. Hier nur noch die Frage, rettet Davos die Welt, rettet das Weltwirtschaftsforum, das World Economic Forum die Welt? Nein, das ist ein grausames Cancel Culture Sektierertum runter Tisch sozusagen, und wir brauchen den echten. Wir haben und jetzt schon samstags und montags, aber dann vielleicht demnächst als eine ganze Woche oder so, wir haben den einzigen wirklichen runden Tischkeeper, den Diplom-Theologen Jürgen Wagner, bekannt aus Funk und Fernsehen sozusagen, der wirklich alle an einen Tisch holen zulässt und niemanden cancelt, keine Cancel Culture. Ja, wir müssen sogar die AfD an den Tisch lassen, ja, und dort ihre Argumente immer wieder entkräften, ihre Sichtweise entkräften und so weiter. Und alles muss an den runden Tisch und muss sogar die unmöglichsten Konzepte müssen so lange, muss dagegen anargumentiert werden, bis diese vielleicht als Irrtum erkannt werden und im Sinne der Zentrifugalkraft wegfliegen sozusagen, die Irrtümer wegfliegen. Ja? Und ja, das ist eben schwierig, besonders wenn ja eine Sparte an ihren eigenen vorteilbringenden Irrtümern sehr stark hängt. Ja, aber das ist der einzige Weg, wie wir versöhnlich vorgehen können. Ansonsten hätten wir nur die Möglichkeit, dass wir jetzt alle wie Sekten darum kämpfen, dass wir eben möglichst größten Markterfolg haben, und dann entscheidet aber letztendlich die Menge des Geldes darüber, was überhaupt diskutiert wird und bekannt wird. Und dann haben die guten Lösungsvorschläge, die also auch das Leben der Reichen genauso wie das Leben der Ärmsten verbessern können, ja dann gar keine Chance mehr. Ja, ja, also hier, da haben wir also alles, hier haben wir ja auch übrigens den Sender Thilo Jung und Naiv, ne, und so weiter mit Christian Felber. Ja. Also ich denke, dass die Menschheit nur diesen New World Economic Forum, diesen echten neuen runden Tisch, dass das die einzige echte Chance ist, ja. Und so, aber jetzt zu den Kurznachrichten. Kurznachrichten. In der Evolution hatten diejenigen Vorteile, deren Mutationen mehr kooperatives Verhalten von Egoisten erzeugten. Also, was ist das Besondere aller gemeinwohlökonomischen Denkweisen? Ja? Also noch einmal, was ist das Besondere aller gemeinwohlökonomischen Denkweisen? Alle fantasieren sie nicht oder vermuten oder stellen sie nicht die Hypothese auf, der Mensch sei ein selbstloses, unegoistisches Wesen, was in der Lage wäre, allen anderen gut zu tun. Wir sehen am Löwen, dass wir Säugetiere eigentlich ursprünglich von der Konstruktion genau das Gegenteil sind. Löwenmänner töten andere Löwenmänner, die vielleicht nur geringfügig von ihnen genetisch entfernt sind, also schon gar nicht weit entfernt. Also wahrscheinlich, die töten sogar Löwenmänner, die vielleicht nur aus 100 Kilometer Entfernung stammen oder so, ja, also, und wir, manche Menschen denken, wir Säugetiere wären geeignet, auch 20.000 Kilometer entfernte andere Säugetierartgenossen sozusagen retten zu wollen und retten zu können, wo wir doch schon als Säugetiere programmiert sind, schon andere, als Löwen zum Beispiel oder als Gorillas, bei denen ich das Gleiche vermute, andere ziemlich naheliegende sogar schon zu töten und deren Babys zu töten und Kinder zu töten und so weiter, ja. Also
dieses egoistische Verhalten, nämlich Platz zu schaffen für die Ausbreitung der eigenen Gene und dafür relativ eng verwandte Säugetierartgenossen schon zu töten, das haben wir in unseren Genen. Das ist das, was wir in unseren Genen haben. Ja, also dieses, ich habe das letztens schon geschildert, dass wir schon Mutter und Kind sind sich fremd. Da spricht man von 0,5 Verwandtschaft. Ja, zu unseren eigenen Körperzellen haben wir 1,0 Verwandtschaft. Ameisen und Bienen, die wir oft für sehr sozial halten, sind das nur deswegen, weil bei denen ein Verwandtschaftsgrad von 0,75 eben untereinander herrscht und sie deswegen viel näher an der Sozialität der Körperzellen untereinander liegen als wir Säugetiere. Wir Säugetiere sind mit 0,5, das ist der höchste Grad an Nähe sozusagen, Mutter und Kind. Das einzige Ausnahme ist, dass eineiige Zwillinge wohl zueinander quasi 1,0 sind, aber trotzdem dürften die sich nicht so verhalten, dass sie sich wirklich auch als identisch sehen, denn dazu gehört ja dann bei Menschen auch noch die Denkfähigkeit, ja. Also denn in der Natur weiß ja auch niemand, ob zwei Kinder wirklich eineiige Zwillinge sind oder nicht doch sich ähnlich sehende zweieiige Zwillinge, wo sie ja dann trotzdem wieder nur 0,5 genetische Verwandtschaft sozusagen hätten, ja. Und jetzt sind also Löwen und Gorillas und so weiter und Menschen haben also das genetische Potenzial, schon naheliegende andere zu töten. Und da unterstellen manche, dass wir die Genetik hätten, quasi selbstlos, liebevoll gegenüber 20.000 Kilometer entfernten Artgenossen zu sein. Das sollten wir nicht unterstellen, dafür gibt es naturwissenschaftlich wenig Argumente und deswegen neigen wir eben dazu, die alles gemeinwohlökonomische Denken neigt eben dazu, sozusagen zu sagen, nein, der Mensch hat was Egoistisches an sich. Wir wollen nicht abgleiten hier, wie heißt es hier bei Christian Felber so schön. Ziel sei es, den Kapitalismus zu überwinden, ohne in den Sozialismus abzugleiten, der also auf unrealistischen Menschenbildern, wie ich sie eben genannt habe, fußt. Nein, wir unterstellen, ja, leider ist dieser Säugetier-Egoismus auch in uns noch vorhanden. Der war nur gemäßigt worden durch die Bonobo-kommunistische Gruppenehe, gemildert und gemäßigt worden und die Tötungsrate war drastisch reduziert worden. Aber im Moment haben wir ja den Bonobo-Kommunismus zerstört durch die Marktwirtschaft, ja, weggeredet sozusagen, Sexualitätsunterdrückungs weggeredet sozusagen, wegmanipuliert. Und dadurch müssen wir jetzt wieder klar sein, jetzt sind die Menschen wieder gefährlicher, sie sind so gefährlich wie Löwen und Gorillas. Und da müssen wir jetzt eben Anreize so setzen, Belohnungssysteme so setzen, dass diese egoistischen Säugetiere uns allen Gutes tun, kooperativ handeln. Und weil sie dafür belohnt werden. Und deswegen machen wir es ja so, dass wir finanziell überleben lassen nur noch diejenigen Berufstätigen, die das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und den Wohlstand aller ihrer Kunden, Mitarbeiter und Anwohner verbessern. Und Gleiches gilt auch für Politiker beziehungsweise für Landesregierungen. Dort erfassen wir die Wähler. Die Wähler sind ja die Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Also wie sich die Wähler und Bürger von mir aus, aber überwiegend die Wählerinnen, also wie das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und der Wohlstand bei den Wählerinnen sich entwickelt, also bei den Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern
entwickelt, was bei Politikern im Wesentlichen alle Wähler sind eines Bundeslandes. Und dann machen wir die Bundesländer, wir haben das der Partei ja auch empfohlen, sie hat das übernommen, die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung. Und dann werden die auf den Abstiegsplätzen werden sanktioniert durch vorgezogene Neuwahlen. Und dann sind diese unfähigen Politiker, die nicht fähig sind, unser Leben zu verbessern, sozusagen ganz schnell weg sein. Und das ist gemeinwohlökonomisches Denken. Und ja, und da ist jetzt nur noch die Frage, wer hat dazu die besten Konzepte und die besten Ideen? Was sind die besten gemeinwohlökonomischen Konzepte und Ideen? Ich, wie gesagt, plädiere für unsere GWO statt GWÖ oder GWL und so weiter. Und insofern haben wir an dem runden Tisch, in dem New World Economic Forum haben wir den besten Ansatz der Welt ja schon vertreten. Jetzt bitteschön, die sollen doch die anderen kommen und ihre Ansätze vertreten, sind alle herzlich eingeladen, sofort heute Abend mitzureden. Ne? Bei uns wird nicht zensiert, bei uns gibt es keine Cancel Culture. Auch wenn Sie einen absurden Lösungsansatz haben, Sie kriegen Ihre im Reihum, kriegen Sie den Redestab und Ihre 5 Minuten. Und dann müssen Sie allerdings auch zu erleben, dass Gegenargumente genannt werden oder Argumente genannt werden, warum Ihr Konzept vielleicht ein Irrtumskonzept ist. Ja? So, also der Die Bonobo-kommunistischen Gruppenehen, das ist ja das Kurzwort für die urmatriarchale, pazifistische, Bonobo-Schenker-kommunistische Gruppenehe, ja, Polyamore, bisexuelle Gruppenehe und so weiter, ja. Ganz abgekürzt Bonobo-kommunistische Gruppenehe. Diese bonobo-kommunistische Gruppenehe, also der einzige echte Leistungs- und Wettbewerbskommunismus, der jemals auf der Erde funktioniert hat und der als einziger unser Vorbild sein kann, also nur ein Leistungs- und wettbewerbskommunistisches System oder gemeinwohlökonomisches Wirtschaftssystem kann die Lösung sein. Also ich sehe keinen großen Unterschied zwischen dem Wort Leistungs- und wettbewerbskommunistisch und gemeinwohlwirtschaftlich oder Gemeinwohlwirtschaft, also Marktwirtschaft beenden, ersetzen durch Gemeinwohlwirtschaft beziehungsweise Leistungs- und Wettbewerbskommunismus. Das ist, wie Sie das wollen. Aber bloß nicht bitte diese Pseudosozialismus, denn hier ist ja gemeint natürlich der Pseudosozialismus und der Pseudokommunismus, in den wir natürlich nicht abgleiten dürfen, weil der auf falschen Menschenbildern fußt, ja? Auf Illusionen über die menschliche Psyche und Natur und Genetik fußt. Ja, also, von daher war also der heute noch bei den Bonobos relativ gut funktionierende Bonobo, die Bonobo-kommunistische Gruppenehe, einfach nur eine genetische Erfindung, um die Rate der Tötungen und das aggressive Verhalten von genetischen Egoisten, wie wir Säugetiere nun mal sind, zu reduzieren, und zwar drastisch zu reduzieren. Ja, also vielleicht, ja, ich habe es ja schon erwähnt, vielleicht waren Vertriebene die ersten Tauschhändler und damit die ersten Marktwirtschaftler. Und ja, und ich habe es auch schon erwähnt, dass eben vielleicht, es geht sogar so weit, dass wir überlegen müssen, ob Ärzte vielleicht dem Säugetiererbe folgen, nämlich indem sie eben, ja, wie ich vorhin beschrieben habe, fremde Kinder vielleicht durch aggressive Chemotherapien töten. Dann bringt das ihnen Geld, weil sie diese teuren Chemotherapien verkaufen und außerdem machen sie Platz für ihre eigenen Kinder, beseitigen Konkurrenten sozusagen ihre eigenen Kinder und damit ist das vielleicht ein doppelter Säugetiergewinn, weil sie dann so wie die Löwen die Kinder töten oder Gorillas, von denen ich vermute, dass sie auch Kinder töten, nachdem sie eine Gruppe, einen Harem erobert haben, ja. Da haben wir noch keine Bilder von, aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man das vielleicht mal auf Film kriegt. Es kann natürlich auch sein, dass Gorillas generell keine Rivalenkämpfe machen, wenn da irgendwelche Kameraleute in der Nähe sind. Na, muss man mal sehen, wie man da vielleicht an Bilder kommt.
Also, es kann ja sein, dass sogar in dem ärztlichen Verhalten eben auch dieses Kindertöten, fremde Kindertöten steckt, wenn eben wenn dieser Mechanismus läuft, so Wasser predigen, Wein trinken, also die anderen Kinder kriegen die tödlichen Pseudotherapien, die viel Geld bringen, und die eigenen Kinder, die versucht man auf natürliche Weise gesund werden zu lassen, ne? Aber wie gesagt, ich habe gesagt, irgendwie schaffen wir es auch diese Ärzte immer noch, irgendwie ein gutes Gewissen zu haben und eine Selbsttäuschung hinzukriegen, sodass wir eben sagen können, ja, also am Ende haben sie einen DNS-Antrieb und die vorteilbringenden Irrtümer und sind sich am Ende keiner Schuld bewusst, wenn sie fremde Kinder töten. Ne? Also dürfen wir wieder nicht diesen Hass oder diesen Zorn auf die Erfolgreichen entwickeln. Ne? So lösen wir das Problem nicht. Ne? Ja, also man kann sagen, vielleicht waren die Begründer der Marktwirtschaft die relativen Verlierer im Bonobo-Kommunismus, in der Bonobo-kommunistischen Gruppenehen, ja. Aber heute dürfen wir das nicht mehr zum Vorwand nehmen, um uns dann gegen sie zu wenden, weil wir längst eine neue Evolution hatten, nämlich die innermarktwirtschaftliche Evolution, in der die Erfolgreichsten jetzt sozusagen nicht mehr diese relativen Verlierer sind, sondern ja jetzt die Erfolgreichsten im Rahmen der Marktwirtschaft sind. Und die These jetzt da irgendwie da Schlechtigkeit noch zu unterstellen, ist unrealistisch. Ja, und dann könnte es ja sein, dass auch diese relativen Verlierer im Bonobo-Kommunismus mit ihrem Ferntauschhandel, also marktwirtschaftlichem Verhalten, die Sexualitätsunterdrückung zunächst erstmal nur an ferne Gruppen geäußert haben und dadurch dann das ja nicht direkt auf den Liebesbezug in der eigenen Gruppe, falls man noch in der eigenen Gruppe war, noch nicht direkt Auswirkungen hatte. Aber egal, wie das abgelaufen ist, wir stellen einfach nur fest, es muss irgend solche Prozesse gegeben haben, sonst wäre die ganze Welt nicht voll von einem Gerede gegen die Sexualität. Es sei denn, Sie können mir aufzeigen, dass es eine biologisch erfolgreiche Konstruktion ist, Lebewesen Lust auf viel Sex zu machen und dann moralisches Gerede zu entwickeln, das dieses Sexualität wiederum tabuisiert. Ja, also wir können gerne an dem runden Tisch im New World Economic Forum Leute haben, die uns erklären, dass das alles genau richtig ist, dass es uns doch gut geht, dass auch die Nahrung der Supermärkte und der Fastfoodketten doch total gesund sei. Ja, das ist doch mal eine interessante Gegenthese. Dann müssten wir halt erklären, warum jetzt die Menschen durch diese Nahrung oder wo diese Nahrung verbreitet ist, immer früher sterben, warum quasi sozusagen die Blue Zones wie in Okinawa, wo es noch vor einigen Jahrzehnten Massen an arbeitenden, leistungsfähigen 110-Jährigen gab und jetzt, wo also die westliche Nahrung immer mehr sich ausbreitet, auch in Okinawa, dass dann die Menschen jetzt immer früher sterben. Das muss man dann halt erklären. Aber wir sind natürlich offen dafür, dass jemand sagt, nee, wir leben schon im besten aller möglichen Systeme und auch die sexuelle Unterdrückung ist sinnvoll und gut und richtig. Ich kann's nur bis jetzt noch nicht nachvollziehen. Ich sehe es bis jetzt andersrum. Na? Aber wir sind andersrum und wir sehen's, sind aber offen, alles Gegenteilige zu diskutieren. Ne? Ja, und vielleicht war ganz am Anfang auch eine gewisse Teilabsicht dabei oder eine Teilbewusstheit dabei, aber wissen wir alles nicht so genau. Wir waren ja leider nicht dabei. Ja? Ja, und ich lese es nochmal vor. Verstoßene Männer schauten vielleicht mit Neid und Missgunst auf die glücklichen Gruppenehen, die sie verstoßen hatten. Ja, und deswegen lagen dann vielleicht das Glauben von gruppenehefeindlichen, vorteilbringenden Irrtümern, das lag vielleicht nah. Ja, das sind so Überlegungen. Ja, und dieser Hass auf Reich, das
könnte, dürfte eben, wie ich vorhin schon erläutert habe, ein vorteilbringender Irrtum der Sozialsparten sein. Und ja, und die bereichern sich am verelendenden Land und dann plündern sie das nächste Land durch Auswandern. Ja, wäre dann das Erfolgskonzept der Sozialspartler. Die Weltsozialspartler sind sowieso schon international, ne? Die ganzen NGOs und so weiter. Diese Spendenerbettelungsorganisationen, die ich jeden zweiten Tag irgendwie hier sehe, im Zentrum von Köln-Süd, ne? Egal, wie die Entstehung ist, ja, Fakt sind die lustfeindlichen Kommunikationen, also irgendwie entstanden trotz eigener Glücksreduktion, ja, denn das ist ja die Paradoxie, ja, dass auch diejenigen, die wettern gegen die Gruppenehe, die leiden ja dann auch unter der Glücksreduktion. Aber, jetzt kommt wieder der entscheidende Punkt, sie haben eine erhöhte Fortpflanzungswahrscheinlichkeit, weil sie ja auch mit einer Ehefrau wieder mehr erfolgreiche Kinder hinterlassen können, als sie vielleicht Chance hatten, in der Gruppenehe selber überhaupt real Vater bestimmter einzelner Kinder zu werden, ne? Ja, und insofern ja, kann sowas in der Evolution passieren, ne? Die Gegenthese, die Sie aufstellen könnten, liebe Zuhörerinnen, wäre, dass das Verbot von Sexualität irgendwie ein insgesamt effektiveres System zur Folge hätte. Ja, also einerseits uns allen die Lustmöglichkeit machen, ständig Sex haben zu können, polyamor und bisexuell und so weiter, die Frauen besonders bisexuell und dann plötzlich das zu tabuisieren und zu verbieten und jetzt nachzuweisen, dass das ein effektives System ist. Ja, weil es besonders auch Vergewaltigungen provoziert oder ich weiß nicht was. Also das müssten Sie begründen, was da die Effizienz sein soll eines solchen für mich absurd erscheinenden Systems. Ne? Dann eine ganz wichtige neue Meldung. Kurznachricht. Ja, Diabetes. Das soll es auch so sein, wenn das Bauchfett, ich habe doch das Problem, dass bei mir das Bauchfett zusammen mit einem Hochleistungssport-Herzschädchen, kleinen Herzschaden, zusammen Vorhofflimmern erzeugt, ja. Und bei Diabetes hat sich jetzt gezeigt, dass wenn dort das Bauchfett weggenommen ist, also weg ist, rund um die Bauchspeicheldrüse, dass auch bei Diabetikern, die wieder anfängt zu arbeiten und wieder besser funktionieren kann und die eigentlich die Medikamente dann nicht mehr bräuchten. Aber alles hängt an und steht mit dem Bauchfett, weswegen ja die moderne kapitalistische Medizin nichts dafür tut, damit wir abnehmen können, und also letztendlich absolut unfähig ist, auch mein Bauchfett sozusagen mir zu helfen, zu reduzieren. Da kriegt man praktisch nirgends Hilfe, weil ja eben das ganze Diabetesgeschäft, was jetzt in der Arte-Sendung ja gezeigt wurde, dieses profitable Geschäft mit Diabetes, ja, finden Sie natürlich auch wieder. Wo finden Sie das? Wie immer finden Sie das ja hier, in dem besten Fernsehsender überhaupt. Hier zum Beispiel in der Playlist 10, die jetzt mit Skobel beginnt, der ja auch gegen Immer den wieder jetzt. Neoliberalismus ganz schlimm zu Recht kritisiert, ja, warum der Neoliberalismus uns kaputt macht, ja, also das reiht sich ein in die Sendung von ZDF, ist der Kapitalismus am Ende, Kapitalismus abschaffen, ja, das ist, und Sie sehen es hier, da muss dann auch irgendwo, ich guck mal am Ende dieser Playlist hier, Arte, 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 Arte. Diabetes, eine lukrative Volkskrankheit. Doku, Reupload, Arte, ja. Volkskrankheit, Diabetes. Hier haben wir nochmal Organhandel und das Ausweiden der Menschen. Da ist unser Mitglied, Professor Harald Wallach, mit dabei. Ja, und Next Scientist for Future Mitglied, Professor Harald Wallach dabei. Aber ja, wir wissen ja alles, dass
Also der beste Fernsehsender, da finden Sie in den Playlists ja das Best-Ever-Fernsehprogramm. Nirgends kriegen Sie so viel, wenigstens Halbwahrheiten, wie hier. Überall anders kriegen Sie mehr Irrtümer, werden Sie mit Irrtümern gefüttert. Und ja, so, dann gehe ich mal hier wieder zurück. Ja, dann also. Ist der Kapitalismus am Ende? Naja, Kapitalismus abschaffen, ZDF. 13 Fragen. Ja, also, sogar die Bauchspeicheldrüse kann sich also wieder erholen, wenn wir denn das Bauchfett wegkriegen würden. Aber dafür müssen wir eben diese Esssucht loskriegen können. Und dafür tut eben die kapitalistische Medizin gar nichts, weil das ja die Grundlage ist. Also, man kann ja die Operationen bezüglich Vorhofflimmern ja nur und auch die ganzen Diabetesbehandlungen ja nur dann erfolgreich verkaufen, wenn das Bauchfett bleibt. Ja, und das ist die kapitalistische Logik. Ne? Und die entsprechenden vorteilbringenden Irrtümer führen dann zur entsprechenden Nichtbewusstheit. Ja, die relativen Verlierer im Bonobo-Kommunismus gewinnen durch Unterdrückung der Sexualität mehr Fortpflanzungschancen, als sie verlieren. Und das, glaube ich, das ist der Grund, warum sich dann überhaupt die Sexualitätsunterdrückung so ausweiten konnte. Ne? Zugewinne in der Fortpflanzungswahrscheinlichkeit sind entscheidend. Unterdrückung der eigenen bonobosexuellen Gruppenehetendenzen ist einerseits die Verlustseite, erhöhte Fortpflanzungswahrscheinlichkeit als erfolgreicher Tauschhändler ist der Gewinn dabei. Und so konnte es geschehen, dass also ein lustfeindliches und glücksfeindliches kapitalistisch-marktwirtschaftliches Warnsystem entstand. Ja, das ist also war eben möglich und es ist eben möglich gewesen. Aber es ist eben auch möglich, dass wir die gemeinwohlökonomischen Lösungsmodelle diskutieren und einführen und dann haben wir eben ein lustfreundliches Lebenssystem. Ja? Ja, dann noch eine andere Kurznachricht. Die Savanne, wir sind ja die sogenannten Savannenbonobos, von uns sogenannten Savannenbonobos. Die Savanne bot mehr Zugang zu Steingebieten als der Urwald. Und daraus folgte, dass wir mit Steintechnik, Steinmessertechnik und Steinhämmertechnik mehr machen konnten. Und dafür war dann wenn dann Mutationen auftauchten, die das Gehirn vergrößern ließen, dann konnte dieses größere Gehirn umgesetzt werden durch eine raffinierte Steintechnik, Steinzeit. Ja, Steintechnik umgesetzt werden so in mehr Nahrung, sodass das größere Gehirn ernährt werden konnte. Und das ist der Grund dafür, dass bei uns das Gehirn wachsen konnte, weil wir diesen Zugang zu den Steingebieten hatten, während im Urwald Steine nicht so leicht verfügbar und nicht so überall verfügbar sind. Und deswegen die Bonobos diesen Gehirnwachstumsprozess und Technikprozess nicht in großen Stile haben konnten. Und deswegen haben die Bonobos nur ungefähr einen halben Liter Hubraum und wir hatten immerhin mal angeblich 1,5 Liter Hubraum, das ist dreifacher Hubraum, ja, im Gehirnbereich, und haben jetzt degenerieren ja gerade durch die Marktwirtschaft und haben nur noch 1,35 Liter Hubraum, ne, werden also immer blöder im Durchschnitt, ne. Ja, und Sarah Wagenknecht, es ist ja gut, dass sie eine der letzten Linken geblieben ist. Ich habe ja eben nur die unrealistischen Seiten im Linkssein kritisiert, weil wir ja als bodenständige Linke versuchen, die unrealistischen linken Aspekte natürlich zu überwinden. Aber wo sie realistisch ist, hat sie, dass sie gesagt hat, ja, also da stecken doch Interessen dahinter, dass da eben bestimmte Irrtümer vorliegen, die die Impfungen so hochjubeln, weil es eben da um das Interesse geht, Impfungen zu verkaufen. Und das hat Sarah Wagenknecht eben ja auch schön aufgedeckt.
Und wo finden wir das? Na, natürlich finden wir das wieder hier. Hier, Ungeimpfte verantwortlich, da hören Sie mal, Geschäft mit der Angst, also da hören Sie mal, was sie sagt über die Interessen, Impfungen zu verkaufen. Und damit hat sie durchaus was Gutes Linkes drauf. Na, also insofern freuen wir uns, dass Sie noch zu, auch wie Ihr Mann Oskar Lafontaine und Christian Felber, dass diese noch die letzten echten Linken geblieben sind. Vielleicht noch Mr. Marxismo, der Sender hier, der Sender Mr. Marxismo. Und neben Weltrat und Next Scientists for Futures sind das die einzigen echten Linken noch. Ja, die jedenfalls, ansonsten haben wir bei der Linken überall einen drastischen Rechtsruck. Bis hin zur Antifa, die ja regelrecht die neue SS und SA ist, die neuen Faschisten sind, ja, und die neuen Nazis sind, ja. Aber immerhin, wir haben noch ein paar echte Linke, die noch links geblieben sind. Und wenn sich Sarah Wagenknecht von den Irrtumsaspekten der Linken, dieser Aversion gegen die Reichen, so ein bisschen befreien könnte, dann ließe sich da vielleicht eine gute Zusammenarbeit machen. Aber das würde man ja sehen, wenn Sarah Wagenknecht zum New World Economic Forum und zum neuen Runden Tisch käme, dann kann man ja so lange im Runden Tisch den Redestab kreisen lassen, dass bis vielleicht die Irrtümer des unrealistischen linken Denkens dann sich verlieren, ne? Diese unrealistischen Irrtümer. Ja, und wie gesagt, ich habe es ja angedeutet, dass man gucken muss, dass ob vielleicht die Urheber dieser Irrtümer die Sozialsparten sind und die Weltsozialsparten. Ja, und den Skobel habe ich eben schon gezeigt gehabt. Wo war er denn hier? Der war doch ganz am Anfang hier der Playlist. Hier, warum der Neoliberalismus uns kaputt macht, Gerd Skobel. Also das beste Fernsehprogramm ever, nur hier. Und das sind, wie viel das sind? Ach, ich habe draufgeklickt, gell? Muss wieder zurückklicken, das sind 10 Playlists, 12 Playlists insgesamt bieten das beste Pro-Programm, da ist noch die englische dabei und dann ist noch eine Sonderplaylist dabei, hier, wo ist die denn, die Sonderplaylist, Wahlprogramme, neue große Volkspartei, ja, das war aus der Beratung neuer Parteien. Ja, dann gucke ich mal, was noch an Kurznachrichten da ist. Und wie gesagt, heute Abend 20.15 Uhr mit dabei sein beim New World Economic Forum. Ne? Eine kurze E-Mail reicht, Sie kriegen einen Rückruf. Und wenn Sie halbwegs in der Lage sind, anstatt zu beleidigen, Straftaten zu begehen, einfach Argumente zu formulieren für Ihren Ansatz, dann werden Sie selbstverständlich ohne jede Cancel Culture zugelassen. Verbrecher lassen wir natürlich nicht zu. Ne? Verbalverbrecher. Also die relativen Verlierer, ja. Des Bonobo-Kommunismus erhöhten ihre Fortpflanzungswahrscheinlichkeit durch die durch vorteilbringende Irrtümer geboosterten Tauschhandelserfolg. Ja, ist ein schöner Satz. Also nochmal, die relativen Verlierer der bonobo-kommunistischen Gruppenehen erhöhten ihre Fortpflanzungswahrscheinlichkeit durch vorteilbringende Irrtümer geboosterte Tauschhandelserfolge. Ja, schöner Satz. Ne? So, letzte Kurznachrichtigkeit. Also ja, die Marktwirtschaft und der Kapitalismus, man spricht ja irgendwie Divide und Impera, also Teile und Herrsche, ja, also wie hat man uns aufgeteilt und eine große Uneinigkeit erzeugt, sodass alle gegeneinander nur noch Cancel Culture praktizieren, außer wir mit dem New World Economic Forum, wo es keine Cancel Culture gibt, ja. Ja. Vielleicht dadurch auch, dass diese neuen sozialen Medien, anstatt Widersprechendes zu zeigen, zeigt man uns nur noch Gleichgesinntes. Und das führt dann dazu, dass wir immer mehr in so eine Blasenillusion reinkommen, dass die Welt nur noch aus der eigenen Blase bestünde und so weiter. Und den Rest gegenüber, da merken wir vielleicht gar nicht so richtig, dass wir da eine volle Cancel Culture betreiben. Aber wer weiß, also das ist jetzt eine... Darüber kann man nochmal nachdenken. Also, ich fasse zusammen. Letztendlich, wir müssen letztendlich alles,
alles hier an den grünen Tisch bringen, hier unterstützt von Weltrat, Next Scientists for Future, an den runden Tisch, an das New World Economic Forum, Weltrat, Next Scientists for Future, freie minus, ach, ich bin in der falschen Richtung unterwegs, hier, ist der Begründer, das ist dieser Diplom-Theologe, das ist der beste Moderator der Welt, der tausendmal besser als Klaus Schwab, ja, sozusagen, weil er eben kein Cancel-Culturer ist, ja, das bin ich jetzt, verschiedene auf Fotos, und ja, hier seine Homepage, sozusagen global-love.eu, wenn ich mich recht erinnere. Und dann die Flyer der Partei des Gemeinwohls, also Weltrat, Next Scientist for Future, die von uns beratende Partei des Gemeinwohls, hier die freie Argumentekultur des Diplom-Theologen hier, all das zusammen, sozusagen Partei des Gemeinwohls. Wir stehen alle zum New World Economic Forum und zum neuen runden Tisch, und da müssen wir sehen, dass die größten Irrtümer von AfD, Sarrazin, Kutschera, Krall, aber auch von Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine, Professor Rainer Mausfeld und all diesen, die von den Sozialspaten sozusagen gewaschen wurden sozusagen. Die müssen alle an den runden Tisch und einfach müssen reihum den Redestab kreisen lassen, bis vielleicht die Irrtümer verschwinden und abfliegen sozusagen in dieser Zentrifuge dieses neuen runden Tisches. Ja, tschüssi, bis heute Abend oder bis Montagabend, da ist da dann der nächste Termin und so weiter, den ich verstehe als Teil dieses New World Economic Forum. Und der Diplom-Theologe hat auch schon, ich kann es nochmal kurz zeigen, ich glaube, er hat hier auch wenn ich mich recht erinnere, hat er sogar hier, ich schlage es gerade mal auf, Link in neuem Tab öffnen, ich glaube, er hat hier, ja, für den neuen Grund. Ja, er hat hier irgendwo, glaube ich, ja, er hat, und in der Tat schreibt er, hier kann ich vorlesen, ich kann es mal, ja, ich mache es lieber nicht größer, ich lese es nur mal vor. Und in der Tat, wenn es uns gelänge, schreibt er, so ein New World Economic Forum, neues Wirtschaftsforum und neuer runder Tisch, Zukunftskongress, der runde Tisch aller Lösungsentwürfe für die Menschheit und die Erde, also auch aller gemeinwohlökonomischen unterschiedlichen Lösungsentwürfe für die Menschheit und die Erde zu initiieren mit konsequenter freier Argumentekultur, Frack. Das könnte was ganz Entscheidendes für die weitere Entwicklung der Welt sein. Ob unter diesem Titel oder irgendwie anders, ja, und so weiter. Ja, aber also, das heißt also, alle unterstützen diese Grundidee, irgend sowas wie New World Economic Forum, neues Wirtschaftsforum und neuer runder Tisch, der neue Zukunftskongress, der neue runde Tisch, ja, also da werde ich ihm empfehlen, Einladungen zu schreiben, denn wir können das nicht tun. Wir sind mit unserer GWO zu parteiisch und zu konfrontativ und so weiter. Er ist der sanfte Moderator, der das verbinden kann, seinen Ansatz, seinen eigenen geisteswissenschaftlichen Lösungsentwurf sanft vorzustellen und dabei noch unabhängiger und sanfter und neutraler Moderator zu sein. Mir würde sowas ein bisschen schwerer fallen, er kann sowas gut. Und deswegen muss er die Einladung machen, ja, als die medienbekannte Instanz, die uns alle einlädt dazu. Also, tschüssi, bis bald. Es ist ja wieder sehr viel länger geworden.